Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, denn wir sprechen noch einmal über diese ganze Jenny Elvers und Yassin-Debatte. Denn Yassin hat ja sich dann doch ein bisschen abfälliger über Jenny Elvers, ja, mit Paulina unterhalten, erzählte, als er mit ihr geschlafen hat, dann an Paulina gedacht hat. Wir haben hier nochmal einen Artikel und vor allen Dingen, und das ist das, was viele, glaube ich, auch interessiert, was denkt eigentlich Jenny Elvers über Yassin? Denn sie wurde interviewt von den Kollegen von VIP.de bei der Weltpremiere von Herkules in Hamburg. Die Bilder bzw. das Interview habe ich heute für euch und natürlich auch alle Aussagen, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du auch an diesem Thema dran geblieben bist, dann fühle dich herzlich eingeladen, dich dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen, meine Lieben. Ja, gestern habe ich euch ja schon von The 50 erzählt, habe aber diesen Punkt nicht ganz reingenommen, denn ich wollte hier auf jeden Fall beide Seiten haben und jetzt habe ich beide Seiten und zwar Jenny Elvers bei The 50, das Wort sage ich mal schwubilup, Yassin dachte an Paulina und das ist die Aussage, die viele hier im Netz dann doch ein bisschen, ja, aufgebracht hat, kann man verstehen. Ich lese euch erstmal vor, worum es geht. Zitat: Bei The 50 hat es zwischen Yassin und Jenny Elvers gefunkt. Bereits in den ersten Folgen züngelte das ungleiche Paar ganz ungehemmt herum. Nun ging der Flirt noch einen Schritt weiter. In der Nacht kam es zu einem Schäferstündchen. Ich habe mit ihr geschlafen und dem Moment, in dem ich gekommen bin, habe ich mir gedacht, was habe ich da gemacht, flüsterte Yassin am nächsten Tag seiner Ex Paulina zu. Er scheint die Intimität mit der Schauspielerin eher zu bereuen. Hast du an mich gedacht? Fragt Paulina, woraufhin der TV-Casanova antwortete: Ja, habe ich. Die Reaktionen darauf sind gemixt. Viele Teilnehmer sind verwirrt. Die meisten unterstellen Yassin jedoch aus reiner Berechenheit gehandelt zu haben. Er wollte sich natürlich die Stimmen von der älteren Generation sichern. Was ich jetzt davon halte, sei mal dahingestellt, erklärt Paulina. Sie findet es jedoch krass, dass er es so durchgezogen habe. Serkan sieht wie immer den Vorteil für sich selbst. Ich bin froh darüber, dass hier die ganze Zeit versuchen, sich zu daten und den Fokus verlieren, meint der Sommerhaus der Stars Gewinner. Zitat Ende. Ansonsten haben wir noch hier eine Umfrage. Denkt ihr, Yassin ist etwa noch nicht über Paulina hinweg? Und ich persönlich glaube das auch. Und da denken aber die Mehrzahl im Internet, nein, das hat er einfach so gesagt. Okay, jetzt ist natürlich spannend, was Jenny Elvers selbst dazu sagt. Und da habe ich für euch einen Ausschnitt, ein Interview von der VIP.de. Das geht ungefähr 5 Minuten. Und hier geht es um die Herkules-Premiere in Hamburg, wo sie dazu befragt wurde, was ich ganz spannend finde. Deswegen gucken wir mal direkt in das Interview rein, Feuer frei. Momentan sorgt Jenny Elvers mit ihrem Auftritt in der Amazon-Serie The 50 für ordentlich Gesprächsstoff. Grund dafür ist ihr Techtelmechtel mit Reality-Star Yassin Mohammed, mit dem sie sich in der Show sichtlich gut verstanden hat. Auf dem roten Teppich bei der Herkules-Premiere hat sie uns verraten, wie es nach der Show weiterging und was für ein Verhältnis die beiden heute zueinander pflegen. Wir verstehen uns gut. Also ich mag ihn total. Also wir mögen uns, ja. Trotz finde ich jetzt erstmal eine Aussage von ihr, die passt erstmal so rein. Sie hat ja auch eigentlich die ganze Zeit niemals davon gesprochen, dass es etwas Großes, was Festes wird. Ehrlich gesagt, das ist jetzt so meine Meinung, habe ich gar nicht so richtig verstanden, wo das Problem ist. Das Einzige, was wirklich ein bisschen nervig war, war, dass das so von Amazon Prime Video so in Szene gesetzt wurde. Aber Jenny Elvers und Yassin sollen wohl beide Single gewesen sein. Wobei auch hier hat Jenny Elvers in der Sendung selber gesagt, dass sie nicht, also kein Single ist. Das war auch ein bisschen verwirrend. Wir hören mal weiter rein. Zotteleien ist der Beziehungsstatus zumindest von Jennys Seite aus eindeutig. Es ist tatsächlich nur auf freundschaftlicher Basis. Also das war jetzt nicht etwas, was wir im Nachgang irgendwie, wo wir irgendwie die Zukunft gesehen hätten. Glaube ich beide nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe von meiner Seite aus das, also ich mag, wie gesagt, wir mögen uns total und werden uns jetzt auch sehen bei der Wiedersehensshow logischerweise und haben uns auch mal dazwischen gesehen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so die Wahnsinnszukunft hat. Zukunftspläne schmieden die beiden.
Okay, das war jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen realistisch. Sie hat selber auch gesagt, ihr ist schon völlig klar gewesen, dass das jetzt keine große Nummer wird. Ich hatte in meinem Video von gestern auch schon so ein bisschen mir Gedanken gemacht, ob das nicht vielleicht dann doch wirklich alles ein bisschen geplant war, einfach auch um bei The 50 ein bisschen hervorzustechen, indem man halt sowas vielleicht im Vorfeld schon plant. Das habe ich gestern in meinem Video mit euch besprochen und sie reagierte extrem entspannt, so sehe ich das, und das könnte natürlich auch ein Indiz für meine Theorie sein. Beiden also nicht. Ob Yasin aber ins generelle Beuteschema der 51-Jährigen fällt? Ist doch ein hübscher Mann. Ist doch ein gut aussehender Mann. Also das ist, ist ja allgemein bekannt, dass er gut bei Frauen ankommt, ne? Keine 10 Jahre liegen zwischen Yasin und Jennys Sohn Paul. Was sagt er zu dem Flirt seiner Mutter? Ganz kurz, bevor wir uns das anhören, ich möchte noch was zum Thema Altersunterschied sagen. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung, solange es sich in einem legalen Bereich bewegt, dürfen natürlich die Partner ein unterschiedliches Alter haben. Ich meine, ja, gesellschaftlich kann das immer so ein bisschen anstößig sein, aber ich finde das wirklich jetzt nicht so schlimm. Auch bei Jenny Elvers und Yasin nicht, finde ich das nicht so schlimm. Wie gesagt, alles im legalen Bereich, selbstverständlich, aber dann, wo die Liebe hinfällt, das habe ich hier schon so oft gesagt, dass ich das einfach so empfinde. Ach, der hat sich mittlerweile bei meinem Männergeschmack gar nicht mehr eingemischt, so die letzten Jahre. Der hat ganz dazu gesagt einfach. Nein, grundsätzlich sagt Paul immer, wenn ich glücklich bin, ist er auch glücklich, ne? Ist ja klar. Dass aus ihr und Yasin nichts geworden ist, heißt aber nicht, dass Jenny nicht offen für neue Bekanntschaften ist. Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und schließe da auch gar nichts aus. Aber ich bin jetzt nicht so irgendwie so hinterher und... Ja, die meisten Leute oder Partner, die meisten Leute vor allem, die meisten Partner lerne ich halt bei der Arbeit kennen. Ihre letzte Beziehung hielt die Schauspielerin ganz geschickt unter dem Radar, wie sie überraschend preisgibt. Im letzten Jahr vor Yasin auch jemanden an meiner Seite, aber den hat man nie gesehen. Und das ist schon eine ganz interessante Aussage, weil das könnte dann das, was so ein bisschen durcheinander ging. Die Bild hat berichtet, dass Jenny Elvers nicht in einer Partnerschaft war. Jenny Elvers hat bei The 50 gesagt, dass sie in einer Beziehung war. Das ist alles ein bisschen durcheinander gewesen, was auch diesen Konflikt für den Zuschauer vielleicht dann doch ein bisschen spannender macht. Ob ihr zukünftiger Partner an ihrer Seite in der Öffentlichkeit steht oder nicht, ist Jenny nicht wichtig. Für sie zählt, dass er mit ihrem Leben im Rampenlicht umzugehen weiß. Ja, und das ist erstmal, wie ich finde, zumindest mal ein Statement von Jenny Elvers, welches wir so jetzt noch nicht direkt gehört haben. Man muss aber auch dazu sagen, eigentlich haben die beiden das Techtelmechtel in der Vergangenheit dann doch eher abgestritten, dass sie sich ein bisschen rumgeknutscht haben schon, aber dass sie nun miteinander geschlafen haben, das hat Tatsache erst... Yasin vor kurzem in der aktuellen Folge gesagt, aus diesem Grund habe ich mich dazu erstmal entschieden, noch einen Moment abzuwarten, bis ich irgendwie ein anderes Statement habe. Nun habe ich das Statement hier von Jenny Elvers direkt, aber auch sie ist darauf gar nicht eingegangen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie auch selber gar kein Interesse hat, darüber groß zu sprechen. Allerdings, trotzdem bleibt hier irgendwie ein komischer Beigeschmack. Nicht etwa wegen einem Altersunterschied, sondern weil irgendwie passt diese Geschichte nicht zusammen. Auf der einen Seite scheinen beide sich ganz entspannt kennengelernt zu haben, hat das einfach nicht für mehr gereicht. Das war ja vielen von vornherein klar. Ich glaube, was viel interessanter hier ist, ist einfach die Tatsache, dass Jenny auf der einen Seite sagt, sie war vergeben. Das hätte jetzt für Yasin natürlich nicht so angenehm, aber ich glaube, mit Yasin hat keiner Mitleid. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Information, dass sie eigentlich nicht vergeben sein soll. Ich glaube, hier brauchen wir noch mindestens ein bisschen Licht, um in dieses Dunkle hineinzuschauen, meine Lieben. Das soll es heute erstmal gewesen sein. Wir sehen uns natürlich wieder morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Ich hatte euch ja schon heute Morgen gesagt, heute sind die Bauarbeiten fast zu Ende. Das heißt, ich muss so ein bisschen die Baustellenpolizei spielen, immer von A nach B. Deswegen heute ein bisschen kürzer, aber morgen wieder in gewohnter Länge, meine Lieben. Macht es erstmal gut und euch natürlich einen wundervollen Mittwoch. Tschüss.